So, jetzt ist Zeit. Vlog Nummer 3 geht los. Heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Vlog 2 und 1 haben wir über Technik gelabert, Kameras, Objektive und so weiter. Vlog 3 machen wir jetzt mal ein bisschen Einrichtungsumstellung, Anpassung, Ergänzung, Update für die Poker Location. Ihr seht schon, ich bin hier bei unserem Operator-PC. Der hier so steht, ich gehe mal einen Schritt zurück, so sieht man das alles hier. Hatte ich ja in Vlog 1 gemacht, da steht unser Poker-PC, bei dem die ganze Streaming-Software läuft. Und da ist ja so ein bisschen Kabelchaos und sieht alles nicht so toll aus, alles ziemlich gebastelt, improvisiert. Das ändern wir heute. Wir waren schon einkaufen beim Schweden mit den vier Buchstaben. Da hinten stehen schon so ein paar Kisten. Heute waren wir nochmal im Baumarkt und haben eine Platte geholt und jetzt reißen wir den ganzen Kladderadatsch ab. Ein sehr gutes Wort, Kladderadatsch, und machen das alles mal neu. Wieder Profi. Läuft. Zwei von drei Schränken, drei. Drei Schränke haben wir schon. Carlos ist fleißig am Hämmern. So oder so, unsere Schränke stehen, beziehungsweise sind aufgebaut. Tada! Wir schrauben die jetzt mal zusammen, halten die hin, bohren mal die Löcher, Daumen drücken, Fingers crossed, dass die Dübel halten. Wie befürchtet, drei von vier, vier, heute habe ich irgendwie Fingerschwierigkeiten, Dübel halten super. Das heißt, das Ding hängt, aber der vierte macht Probleme. Jetzt müssen wir dann noch ein bisschen improvisieren. Schwieriger wird dann eher der letzte große Schrank für den Computer. Okay, gute Nachrichten, zwei Schränke halten, hängen, schlechte Nachrichten, der dritte Schrank nicht, die Wand ist zu bröselig, Altbau. Fahre ich nochmal ins Bauhaus und dann holen wir nochmal irgendwas zum Reinkleben oder irgendwas Spezielles. Und dann kriegen wir den Kladderadatsch hoffentlich an die Wand, damit es Montag auch hier läuft. So, ich war jetzt im Bauhaus und habe jetzt nochmal Spezialdübel-Klebezeug geholt. Hier die guten vom Fischer. Ne? Nicht, dass die Rose wieder meckert, wenn wir hier alles wieder klein sparen. Guter Fischer Multifunktionsmörtel FIS, VS, Low Speed 150C. Ja, dass es keine Unklarheiten gibt, Rose. So, und wie viel spritzt man jetzt da rein? Kommt das dann alles wieder raus, oder? So, vielleicht. So. Wie weit schrauben wir die jetzt rein? Eine Stunde ist um, jetzt hängen wir die Kiste auf. Die neue Tischplatte ist drauf, jetzt machen wir sie gleich kaputt, weil sonst gehen die Kabel nicht da durch. Also Vollgas. Okay, das Loch ist drin. Jetzt wollte ich eigentlich noch den Monitor montieren, besser gesagt die Halterung, aber die Schrauben, die wir haben, sind zu kurz. Also ab ins Bauhaus, neue Schrauben holen. Nicht, dass ich da heute schon mal gewesen bin, fahren wir halt nochmal hin. Ostersamstag, ist ja zum Glück nicht so viel los im Bauhaus, aber ich habe es geschafft. Hier sind die Dinger. Drei Schrauben, 88 Cent. Jetzt können wir den Monitor montieren und dann den Rest fertig machen. War ja eigentlich easy, Ostersamstag. Alles klar, weiter geht's. Also alles ist grob montiert. Jetzt geht es an den Innenausbau. Was mache ich jetzt? Aber bis jetzt sieht es schon mal tipptopp aus. Und für alle, die sich wundern, warum da immer so ein Geschrei im Hintergrund ist, gute Nachricht an alle Eishockey-Fans. Schwenning liegt in Straubing, Spiel 7, 3-0 hinten, noch 9 Minuten, 40 Sekunden zu spielen. Von daher schöne Sommerferien. Schwenning.
Klausi, bin ich fast schon seit einer Stunde an diesem scheiß Kabel dran. Jetzt habe ich langsam echt keinen Bock mehr, aber es hilft ja nichts, muss fertig werden. Anderthalb Stunden, ich glaube wirklich anderthalb Stunden, Kabelsalat und noch Kleinscheiß machen. Jetzt ist die Kiste drin und dann können wir einfach Klappe zumachen und man sieht nichts mehr. Das wäre nämlich ideal. So, also wie die Zauberhand, geht alles. PC läuft, Glück gehabt, Lampe geht. Und das Beste, der Schrank ist zu und sieht gut aus. Richtig gut. Carlos ist auch völlig geschafft. Der sitzt da, hat die Schnauze voll wahrscheinlich, weil es jetzt so lang ging den ganzen Tag. Ich schneide es zu Hause nochmal und mache dann von meinem PC noch ein kleines Fazit und ein paar lobende Schlussworte. Und dann sind wir wieder fertig mit dem Vlog. Genau, also weiter geht's am PC zu Hause. Lobende Worte, auf alle Fälle. Mega gut geworden, unser Schrank. War Haufen Arbeit, morgens um 8 angefangen, abends um 7 fertig, im wahrsten Sinne des Wortes fertig. Ja, aber klares Upgrade für unsere Poker-Location und ihr kriegt auch mal einen kleinen Einblick, was wir denn so machen, wenn wir nicht am Pokern sind und das Livestream oder so. Wir haben aber noch so viele Baustellen, wir müssen die PCs klar machen, den PC am Moderatorenplatz, den PC am Poker-PC. Wir müssen Audio klar machen für die Location, wir müssen Audio klar machen für die Kameras, also sprich neue Mikrofone, Riesenthema. Kameras sind wir sowieso weiter dran. Wir müssen Beleuchtung machen, ganz große Baustelle. Wir müssen Raumgestaltung machen, Effektlicht und. Und andere Themen gibt es natürlich auch noch, RFID-Ablauf, Verpflegung der Spieler. Wie läuft so ein Abend ab? Was machen die Spieler eigentlich? Wie geht es denen beim Pokern? Also da kommen noch 10.000 Sachen auf euch zu. Wir machen jetzt aber Schluss mit dem Vlog für heute. Reicht jetzt, glaube ich, mit dem Gesabbel. Für alle, die bis hierhin zugeguckt haben, gibt es jetzt noch eine fancy Fotomontage von dem fertigen Sideboard, das wir gebaut haben. Und für alle, die abonniert haben bei uns im Kanal oder jetzt noch schnell draufklicken, gibt es noch ein paar Outtakes, aber erst danach. Also draufklicken, dann gibt es auch die Outtakes. Ciao. Willst du auch was sagen gleich, Carlos? Nee? Okay. Seid ihr Polizeibeamte? Nee. Nee. Ist heute auch brutal abartig, dieser Sahara-Staub, Hitze, Schwül irgendwie. Also. Warum habt ihr Was habt ihr da für eine Kamera drin? Achso, wir machen so ein bisschen für unser Video. So, einmal gut machen. Sieht man das? Das sieht man, ja. Ja, für was? Im Auto? Ich nehme auf. Ach, das nimmst du noch mit? Genau, für YouTube das machst du auch. So, Heimwerker. Ja, genau, so. Boom, genau, das war's schon. Der Einzige, der ein bisschen angespannt ist, ist Sugar Daddy, aka Cash and Bar. Aber wir haben es geschafft, Getränke eingekauft, genau. Und weiter geht's. Let's go!